Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Episode von Pokémon. Da war wieder das Sound weg. So, wo sind wir denn stehen geblieben? So. Dir geht's nicht so gut. Weiter, Biberkrieger geht's gut. Jerry nicht. Blue-Eyes auch. So. Tut mir leid, ich muss jetzt hier einmal mit der Tastatur spielen. Könnt ihr mir vielleicht da helfen? Wer vielleicht mal ein bisschen Erfahrung mit diesem Programm gesammelt hat. Mein großes Problem ist gerade, ich habe ja in der Regel entweder den oder den. Ne? Und immer wenn ich die anschließe, also im letzten Let's Play hat es funktioniert, da habe ich das ganze Spiel nur mit dem PS4-Controller durchgespielt, den ich erst am Computer angeschlossen habe. Aber jetzt übernimmt er die Einstellung einfach nicht mehr. Und wenn ich es wieder einstelle, übernimmt er sie nicht oder es funktioniert einfach nicht. Da wäre ich mal, wäre mal ganz cool, wenn ihr mir vielleicht da helft, ob ihr mal Ahnung habt, woran es liegen könnte. Ich bräuchte mal ein neues Pokémon. Vermutlich bräuchte aber auch unsere Pokémon erstmal Heilung. Haben wir nicht. So, dann habe ich eine andere Idee. Wir packen mal jemand anderen außer den Celtic Guardian nach vorne. Ich habe mich heute mit Marco unterhalten. Ich werde es so machen wie er, hat er mir gesagt. Ich werde es übersetzen. Hey! Du trägst keine Shorts! Was ist falsch mit dir? Oder was stimmt mit dir nicht? Es gab mal in Pokémon Advanced, also die dritte Generation Höhen, auch ein Typ, der war. Ach cool, Babydrache! Wie dem auch sei, der war auch davon besessen, dass jeder Shorts getragen hat. Oh, da kommt ein Twister. Da kommt noch ein Quick Attack. Ah, fuck. Ja, tut mir leid, dass ihr da jetzt dieses Klicken hören müsst. Aber auf die Schnelle konnte ich das jetzt irgendwie nicht ändern. Gucken wir mal, wie es nächstes Mal wird. So, ich versuche auch so wenig wie möglich zu drücken. Ich verspreche es, aber ist okay. Darf ich? Quick Attack, danke. Verloren, verloren, verloren. B rennen wir. Ah, Thea. Ich nehme an, er hat hier ein bisschen Pokémon-Kämpfe gemacht. Ich werde jetzt mal ganz kurz nur Pokémon heilen. Tut mir wirklich hammerleid. Also ich kann mir vorstellen, dass es das ein bisschen laut ist. Aber es haben leider so mechanisch ein bisschen an sich. Deswegen wollte ich eigentlich immer mit dem Controller spielen. Aber geht leider nicht. Im Pokémon Smart Display hat ja noch gar keine mechanische Tastatur. Was geht hier? Gleich hier durch. Danke. Entschuldigung. Seit die gegen sie gekämpft hat. Ja. Offensichtlich gegen dich. Auch. Was finden wir hier denn? Da, 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 da. Der Schwertkämpfer von Lanster. Ja. Ja, sowas von. Da. Die ganz guten Themes hast du schon benutzt. Was willst du denn gerne im Finale machen? So, wir haben die Schwertkämpfer von Lanster. Nein, Lanster nehmen wir ihn. Kein Eintrag im Pokédex? Haben wir schon einen? Kleine Flügelwache. Na komm, den muss ich auch haben.
Ich glaube, ich schmeiß Jerry raus. Weiß nicht. Ich mochte Jerry Beans mir eigentlich nie wirklich. Was erwartest du von einer Karte, die in GX fast. Die von GX einfach als Geisel genommen wurde, den Geist. Von so einem Typen, der meint, die Kristalle ungeheuer zu jagen. Ein kleiner Soldat mit der Kraft und Mut eines großen Ritters. Ich übersetze wirklich nur grob. Ich übersetze jetzt nicht irgendwie so akkurat wie möglich. Ah, Moment mal, hier ist eine Höhle gleich. Mal sehen, was wir da actually haben. So. Ich frag mich, was er jetzt zu was genommen. Ich kann mal ganz kurz gucken. Was für. Ah. Normales Pokémon. Mount Moon. Bullet Seed. Könnten wir unseren Celtic Guardian beibringen? Kann er das lernen? Warum gab es damals eigene Box für sowas? Bibakrian. Ach, der kann das schon. Ah. Ich habe jetzt gleich drauf geachtet. Ah, jetzt sicher gespannt, was hier kommt. Ach du Scheiße! Also den muss ich haben. Komm. Das ist ja richtig cool. Oh, das Gestein. Ich muss den haben. Celtic Guardian. Ich hoffe, Bullets bringt die nicht um. Ja, ne? Okay. So. Schwächen wir ihn ein bisschen. Okay, jetzt darfst du langsam aufhören. Aber Donnerwelle kann echt praktisch sein. Ich fange den jetzt mal. Und dann werde ich mal sehen, dass ich Jerry Beansman ersetze. Alpha, Beta und Gamma verschmelzen zu einem Powerful Monster. Denglisch. Gut, dann weiß ich, wo er ist. Jetzt gehen wir ihn mal abholen. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. Ups. Ich will nicht heilen. Ich möchte. Wohl heilen sollte ich auch, weil ich glaube, unser Red Eyes ist actually paralysiert. Deshalb sollte ich den mal vielleicht heilen. Bäh. Wir haben Kuribo hier. Haben wir ihn einfach gefangen? Er hat den Magnet. Was macht der Magnet nochmal? Wer war wer? Nee. Hast du das? Raus mit dir. Aber es ist gut, wenn wir einige Pokémon schon mal fangen.
Weil wir dann den EP-Teiler bekommen. EP-Teiler werden wir nicht brauchen. Ich hab noch gar nicht nachgeguckt. Was für ein Typ bist du jetzt, Beta? Stein. Stahlgestein. Gar nicht mal so schlechte Attacken. Könnte man jetzt leveln. Aber ich denke mal, dass es sehr viele. Ach, Digga, ich hab keine Ahnung. So, jetzt kämpfen. Was? Ich warte für einen Freund, dass mich hier findet. Gut. Muss jetzt das erstmal lesen und danach übersetzen. Das nutzt habe ich auch. Das erste, was ich mache, ist Thunder Wave. Oh, das wird ein langer Kampf. Haben wir irgendwas, was effektiv trifft? Nein, deswegen gucke ich mal, ob ich. Muss doch gerade gucken, wer war. Alter. Bullet Seed. Sorry. Selbe nochmal. Und ich hoffe wirklich, dass Gras speziell ist. Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Bam. Nochmal. Ah, es paralysiert. Sehr schön. Ah, Kugel sagt, es ist gut gegen Misty. So sehen wir auch mal Misty. Ich wette, das ist entweder. Bis zu welcher Staffel das. Ich habe schon so eine Ahnung, wer den Part von Misty übernehmen könnte. Also, ich habe verloren. Ja, du hast verloren. Hier gibt es ein Item. Ich finde schön, dass sie die Encounter-Rate. Ich habe das Gefühl, die haben die Encounter-Rate drastisch runtergebracht. Oh. Ich würde jetzt gerne kämpfen. Ich habe ein großes Problem, aber die Dinger brauchen ewig. Ich habe kein einziges Feuermonster. Paraheiler. Das ist praktisch. Das können wir gebrauchen. Entweder es kommt noch ein Beta. Weißt du was? Dann kommt unser Beta vielleicht in der Blob. Bullseed. Dasselbe nochmal. Ich wünschte, ich könnte das upspeeden. Aber glaube ich da nicht. So. Ich wette, du skippst gerade eh durch. Und falls du auf diese Stelle geskippt hast, schäm dich. Halleluja. 15 Mal getroffen, Alter. Das war richtig lucky heute, Micha. Beta Krieger Level 9. Beta machen die Krieger. Oh, Steinwurf gelernt. Nice. Jetzt habe ich mal Move Coverage. Eine Typ Coverage. So. Merkwürdige Männer sind in dieser Höhle. Was mit dir? Erstens, ich bin eine Frau hier. Ja? Zweitens, suspicious sein ist immer in Ordnung.
werde jetzt wegen dieser Frechheit einen Stein nach deinem Monster werfen. Ja, das ist nicht so hübsch. Stahl. Warum kann so Parasite Siebel schon Double Team, Alter? Come on. So, sehr schön. Damn. Und er holt einfach so ein Kaugummi auf dem Boden. Ja, aber ehrlich, aus dem Kaugummi auf dem Boden, Alter. So. So, zwischen auf die Uhr gucken. Also, wir haben noch so 4,5 Minuten. Ne, 3,5 Minuten nur. Als ob? What the fuck? Du hast mich. Da, da, da. Bitte mal ein Monster, was nicht Beta-Krieger ist. Nein. Nein, 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 nein. Wer, es kommt noch ein Beta. Ah! Den fange ich. Ist das ein Feuermonster? Ne, das Swamp Guard, ne? Das ist der Sumpfwächter. Nicht der Lava-Wächter, oder? Ja, das sind so Becher. Ah, mit Name, das müssen wir überlegen, noch anschauen uns gleich. Oh Gott. Ah, mein Accuracy sinkt. Ich dachte die ganze Zeit, meine Initiative sinkt. Jetzt komm schon. Danke. Such doch bitte mehr zweimal. Danke. Wollte ich fangen, aber gehen wir halt mir auf den Sack. Komm, unser Kategorie ist auch Level 13. So, was haben wir unten? Ein Item. Fuck. Was? Schreit dich nicht so an! Super Nerd, Joven. Ach, können wir auch einmal nicht einen fucking Beta kriegen? Weißt du was? Ist nicht mal mein Problem. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wie viel euch das Video anschaut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ja, viel Spaß bei der nächsten Folge einfach. Auf Wiedersehen und ciao.